Als ich mit verschiedenen Leuten gesprochen habe, gerade mit Judy Winter oder Klaus Wowereit, die angefangen haben, am Anfang für die AIDS-Hilfe auch zu sammeln, die wurden am Anfang bespuckt und beschimpft. Wie waren deine Erfahrungen, als du das erste Mal auch in deiner Mary-Show mit Fluren auf der AIDS-Station offen dieses Thema angesprochen hast? Ja, also Flur in der AIDS-Station war schon ein enormer Schnitt in meinen Schoß. Es war ein enormer Schritt. Ich weiß, also Udo Jürgens war bei der Probe dabei und dann kam er zu mir und hat gesagt: Du, Georg, das kannst du nicht machen. Ich sage: Wieso kann ich das nicht machen? Da sagte: Das ist, du machst eine Unterhaltungsshow, das gehört nicht in eine Unterhaltungsshow. Und dann habe ich gesagt: Du, ich will dir mal was sagen. Ich mache 180 Minuten für die Menschen. Wenn ich mir jetzt 5 Minuten nehme für das, was für mich persönlich wichtig ist, weil man darf nicht vergessen, ich habe sehr viele Freunde verloren in der Zeit. Viele Leute, die bei mir gearbeitet haben als Balletttänzer oder sonst irgendwer etwas, Schauspielkollegen oder Musiker oder was auch immer, durch AIDS. Bei 20 habe ich aufgehört zu zählen. Und dann musste ich etwas machen. Gut, ich bin schon vorher angefangen, ich habe die 20 nicht abgewartet. Aber das war für mich dann einfach wichtig. Und dann sagt er: Ja, du wirst aber keinen Erfolg haben. Dann habe ich gesagt: Okay, du, ich habe so viel Standing Ovation schon in meinem Leben gehabt, ich werde gut darauf verzichten können. Und wenn sie jetzt da an der Stelle buhen, werde ich es trotzdem singen. Ich habe das gemacht, es war totenstill bei der Premiere. Und dann brauste mit mal einem Applaus los und Standing Ovation. Ja, was will man mehr als Künstler? Das heißt, ich habe doch die Seelen getroffen. Ich bin doch als Künstler für die Menschenseelen da und nicht für ihre geistigen Behinderungen. Natürlich haben auch aus dem Grunde einige Mitarbeiter mich während der Proben verlassen und haben gesagt: Nein, das wird ein Misserfolg, die Show. Da geh ich nicht mit. Das ist mir zu riskant. Hinterher sitze ich auf der Straße. Ja, wir mussten sie gehen lassen. Das hat es alles gegeben. Aber es ist genau umgekehrt. Wahrscheinlich, weil ich so viel Kraft dann da reingesteckt habe, dass man sich dem nicht mehr entziehen konnte. Und es hat auch sehr viel bewirkt. Also gerade jetzt, als ich Mary in Berlin gespielt habe, im Kudamm Theater. Da wollten die nicht unbedingt, dass das Sparschwein der Berliner AIDS-Hilfe da im Gang steht. Ich habe dieses Lied gesungen. Ich habe nicht gesagt: Geht dahin, da hat es ein Sparschwein. Aber viele Leute haben sich umgedreht und haben das Sparschwein gesucht oder und ob sie irgendwo was für die AIDS-Hilfe geben können. Und da ist doch während der ganzen Zeit 25.000 D-Mark damals zusammengekommen. Aber das haben die Leute aus sich heraus gemacht, weil sie bewegt waren. Und das, ich finde, wenn man etwas bewegen will, muss man erstmal jemanden anstoßen. Der rollt nicht von allein.